So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go, beziehungsweise zur nächsten Raid-Stunde. Diesmal mit einem ganz großen Unterschied, aber bevor ich hier rumrede, möchte ich gleich mal hier drauf drücken, denn der Jens hat eingeladen. Das sieht sehr gut aus. Hier seht ihr auch gleich mein Team für diese Raid-Stunde. Dude, ne, mit einem äh, Mega Ampharos vorne drin. Mega Ampharos führt das Team an mit Elektroattacken. Es ist natürlich ein 100er, dann habt ihr ein 100er C-Chrom, ein 100er Zapfdos, ein 100er Magnetzone, ein 100er Raikou und ein 100er Ele Ihr könnt natürlich auch Gesteinsangreifer nehmen, ihr wisst, alles was fliegt, kriegt einen Stein ab, aber das sind hier gerade Elektroangreifer. Ähm. Wer Wrestling-Fan ist, der weiß ja, dass seit Corona keine Wrestling-Fans mehr bei den Live-Shows dabei sein durften. Das war dann ein bisschen langweilig, weil Wrestling lebt ja von den Reaktionen der Fans. Jetzt gab es keine Fans mehr beim Wrestling. Ähm, so ähnlich fühle ich mich jetzt auch gerade. Normalerweise Mittwoch, immer 18 bis 19 Uhr, ist die Rage-Stunde in Pokémon Go. Äh, und das war, deswegen mache ich. Mittwoch 18 bis 19 Uhr immer die Raid Mania, wo ich eine Stunde lang eure Raid Einladungen annehme. Normalerweise machen wir das als Livestream, da mein Kanal aber momentan noch gesperrt ist, der erst ab Freitag wohl wieder funktioniert. Das heißt, ab Freitag gibt es wieder Videos, es gibt wieder Livestreams, es gibt wieder Community Beiträge. Ich konnte noch nicht mal den Community Raid am Dienstag, als Evil Tal in die Raids reinkam, noch nicht mal den konnte ich posten. Jetzt habe ich das in die Raid-Gruppe gemacht. Hat natürlich nicht jeder mitbekommen, nur die, die in der Raid-Gruppe drin sind bei Telegram. Link in der Beschreibung. Und haben natürlich Leute Kommentare geschrieben oder diverse alte Videos. Warum gab es diesmal keinen Community-Raid? Oder wann machst du den Community-Raid? Und äh, kann man sich für den Community-Raid schon anmelden? Ist leider alles schon vorbei. Ich habe trotzdem Videos gemacht. Ich habe Videos gemacht vom Community-Raid mit... Äh... Mega... Wie heißt das? Mega... es kam jetzt raus? Mega Altaria, genau. Ich habe einen Community Raid aber auch gemacht mit Evil -Tal. Und Wundert euch nicht, wieso ich jetzt den Kampf verlasse. Ich gehe nämlich kurz zurück in die Lobby und zünde hier noch zwei Glückseier. So, 21,60 wissen wir erst, der 100er Wert. Das hier ist ein 84er. Wir werden alle fangen. Wer das nicht wusste, ihr könnt also während ihr in der Lobby chillt, euer Glücksei schon mal drauf packen, aber noch nicht aktivieren. Und erst wenn die zwei Minuten Lobbyzeit abgelaufen sind, das Glücksei aktivieren, dann habt ihr das zwei Minuten länger. Ganz schlaue Füchse <laughs> packen aber sogar das Glücksei erst an, kurz bevor der Boss besiegt ist. Denn ihr könnt ja zurück vom Kampf in die Lobby. Und in der Lobby noch das Glücksei zünden. Das habe ich jetzt gemacht, sodass ich auch die Erfahrungspunkte für diesen Raid noch bekommen habe. Äh, diese legendäre Jahreszeit läuft ja jetzt genau noch zwei Wochen, solange wie das Y-Event ist. Sprich, solange gibt es noch 12.500 für einen 5er-Raid, wo es sonst eigentlich nur 10.000 gab. Jetzt ist es 57. Die Eier laufen schon. Ich muss mir aber trotzdem mal meine Raid Mania Liste hier drüben aufmachen. Wer das nicht kennt. Oh, jetzt ist die nicht da drüben auf, jetzt ist die hier auf. Hier muss ich nämlich immer die Leute eintragen. Raid Mania Toplist im Mai. Und es ist immer noch Mai, das zählt also hier dazu. Also ich werde mir jetzt wieder Punkte notieren, aber nur von 18 bis 19 Uhr. Das ist ja laut dem neuen Regelwerk so. Das heißt, Jens hat mit mir zwar gerade ein Raid gemacht, aber Jens kriegt keinen Punkt in der Raid Mania. Ich weiß nicht, ob Jens das überhaupt verfolgt oder kennt. Ich weiß nicht, wie es diesmal ist mit den Einladungen. Viele denken wahrscheinlich, ja gut, der Ramses, der streamt gar nicht die Raid Mania, der spielt bestimmt gar nicht. Aber heimlich still und leise sitze ich ja trotzdem hier. Und guck einfach mal, wer auch ohne Stream in der Raid-Stunde einlädt. Wenn ja? ich zeichne das hier ja trotzdem auf, per Bildschirmaufnahme. Mein Handybildschirm ist hier, ich bin hier, alles ist hier. Ihr ja, habt typisch Raid Mania wie immer, nur halt ohne Zuschauer grad. Wie eine WWE-Live-Sendung. Ähm, ich habe noch ein paar Freunde, die habe ich mir markiert. Da möchte ich die Levelaufstiege noch machen. Ich habe aber wieder geguckt, wer was von C-Day dran stehen hat, den würde ich zulassen. Also aufsteigen würden heute Rackman, Coolstun, Dan, GoPro, Michi, Serkan, Cho, 100finisher, Jonas, Windbeutel, Dantas... Lotta, diese 10. Die kann ich dann aber erst. Oh, Chris. Christem. Ich habe keinen Raid Pass mehr. Oh mein Gott. Hm. Kann man den jetzt mit reinzählen oder nicht? Das ist ja im Prinzip noch vor 18 Uhr. Es ist 17.59 Uhr. Also vor 18 Uhr. Also sprich, das ist ein Raid, der ist nicht in der Raid-Stunde aufgegangen, der war vor der Raid-Stunde schon auf. Deswegen offiziell zählt es nicht dazu, es ist nicht möglich, dass der jetzt für die Raid-Stunde einladen kann. Da hätte ich natürlich jetzt erst, ne, es ist immer noch 59. Moment, wir gucken jetzt einfach eine Minute lang auf die Uhr, bis die eine Minute um ist und es 18 Uhr ist und dann sag mal, hätte ich jetzt erst angenommen, dann hätte es einen Punkt gegeben auf der Raid Mania. Nichtsdestotrotz braucht Christian von Edge und Christian wer es nicht braucht glaube ich keine Raidmania Punkte äh, denn das ist ein Name der ist mir auch so geläufig ich finde Christian ist auch so ein heftiger Spieler den würde ich auch bei Best Friend in meiner Liste lassen auch äh, wenn er jetzt keine Raidmania Punkte großartig geholt hat dann daran sehe ich ja wer gut ist wer aktiv ist wer viel Raidet wer auch nützlich ist für dieses Format Jetzt ist es 18 Uhr, die Glocke hat 18 Uhr geschlagen. Wie gesagt, Christchem schreibe ich trotzdem nicht auf. Wir haben immer noch das Mega Ampharos vorne drin. Reines Elektro-Team. Jetzt ist es aber wichtig, jetzt hätte ich es fast vergessen. Jetzt kann ich nämlich kurz die Geschenke öffnen für die Level-Ups bei den anderen, die ich euch gerade gezeigt habe. Das Problem ist nämlich, wenn ich hier Einladungen annehme, solange ich in der Lobby bin, kann ich ja keine Geschenke aufmachen. Und solange wie ich kämpfe, auch nicht. Und wenn ich fange, auch nicht. Also nehme ich mir mal ein zweites Handy. Hab die vorher ja markiert mit 3 L Und jetzt muss ich die einfach nur fix aufmachen, solange wie ich hier kämpfe. Das ist der Dantas. Jetzt kommt Lotta. So, dann haben wir 100 Finisher. Der wollte eigentlich schon am Sea Day leveln. Da habe ich aber meine 30 Geschenke schon geöffnet gehabt. Äh, deswegen konnte ich den leider nicht hochziehen. Wir konnten leider nicht leveln. Und dann habe ich Jonas hier dabei, Windbeutel, aber von dem habe ich kein Geschenk. Cool Stunt, Dan. Gibt auch etliche, die schreiben sogar dran. Rate up, Level. Ach, Level up, Raid Stunde. GoPro, Michi. Und den 100-Finisher, den Jens, den habe ich sogar zugelassen die ganze Zeit noch, weil der ja c day dran stehen hatte. Jetzt hat er nicht mehr c day dran stehen. Serkan Ciao habe ich jetzt auch aufgemacht. Und jetzt kommt noch Rackman, die hoffentlich jetzt spielen und jetzt leveln. Jetzt müssen hier nur noch die Levelaufstiege durchlaufen und mir angezeigt werden mit den Punkten. Sonst gibt es nämlich wieder das nächste Problem. Durch dieses Notification Cap kann es sein, wenn 400 Leute einladen, dass 400 mal oben steht, der und der und der hatte ich eingeladen. Und diese Punkte sind ja auch eine Anzeige, eine Notiz sozusagen. Dass das da hinten dran ansteht und dass zu viele Benachrichtigungen sind, dass das gar nicht mehr angezeigt wird. Deswegen, das ist immer ein bisschen, ist ein bisschen doof gemacht. Ich würde es gerne ausstellen, dass das nicht oben angezeigt wird, wer dich eingeladen hat. Vor allem, wenn es eh schon Vergangenheit ist und du es gar nicht mehr annehmen kannst. Aber leider kannst du das nicht ausstellen. Du kannst Pop-Ups ausstellen. Aber das sind nur die Sachen, die auf deinem Home-Bildschirm sind, bei deinem Handy. Wenn du deine App jetzt gerade zu hast, denn da gibt es auch Pop-Ups, wo dort steht, der und der hat dich zu einem Raid eingeladen, dann seht ihr das. Das sind aber nicht die Pop-Ups, das sind ja hier In-Game-Nachrichten, ja. Und ich finde es Quatsch, weil unten, es leuchtet doch eh orange, wenn ich eine aktive Einladung gerade zu einem Raid habe. Warum reicht das nicht? Ich sehe doch, ah, ich werde gerade eingeladen zu einem Raid, kann da drauf, kann das annehmen. Brauchst du doch nicht doppelt, dreifach noch Benachrichtigungen. Aber es kommen trotzdem alle vergangenen Sachen oben. Der hatte ich eingeladen. Der hatte ich eingeladen. Und das, obwohl es vielleicht schon vor 10 Minuten war und du gar nicht mehr beitreten kannst. Wenn du nämlich dann oben drauf drückst, sagt es jedes Mal, es gibt keine Gruppe mit diesem. Komm mal her. Es gibt keine Gruppe. Wir haben jetzt hier den Benny3000. Das wäre der erste Name auf der Liste, der wohl einen Punkt kriegen würde. Ich muss nur hier wieder anmachen, dass das die Punkte zählt. Hier mal rüberziehen. Hier mal beleben. So. Und dann vor allem mir den Namen aufschreiben. Und dann in der Liste auch einordnen. Benny 3000 BE. Ja, ganz wichtig. BE. Hier sind es nur vier. Sind wir gut? 44, 42, 42, 50. Dürft man zu viert schaffen. Thomas hat schon ein Video hochgeladen, wer es nicht gesehen hat. Die haben den als Duo Raid gemacht. Er und ich. <laughs> ich und ich. Nein, er und er, diesmal, nicht diesmal ich, aber er und er. Also er selber, er hat dann mit einem zweiten Account oder so. Hat einen Duo Raid gemacht mit Tar. Wir haben zusammen einen Duo Raid gemacht von Xeneas. Der war eigentlich richtig gängig. Der ging viel leichter als wir dachten. Da waren noch 78 Sekunden übrig oder irgendwas bei seinem Evil Tal, Community. Ach Community, Duo Raid. War es natürlich schwieriger. Ich glaube, der hat sogar nur 8 Sekunden oder so übrig gehabt. Also, das ist schon eher eine Herausforderung. Deswegen bin ich da auch nicht dabei, weil das ist viel zu heftig. Nein, Thomas. Ist doch cool, dass er überhaupt mit mir mal ein Video gemacht hat für seinen Kanal. Jetzt hat er das hochgeladen, deswegen. Ihr kennt Thomas, wer den Kanal verfolgt, wird Thomas kennen. Guckt es euch mal an. Den Duo-Raid fand ich auf jeden Fall eine sehr spannende Sache. Habe ich mir auch mal reingezogen. Und ja, lasst mal ein Abo beim Thomas da, dass der die 100 voll hat, damit er seinen Kanal-Link ändern kann, weil der hat noch einen, der ist 100.000 Jahre alt aus der Vergangenheit. Den möchte er eigentlich nicht mehr. Er möchte gern was anderes. Jetzt bin ich hier unsicher, ob jetzt die Freundschaftsaufstiege schon alle durchgelaufen sind. Es kommt halt eine Benachrichtigung nach der anderen oben. Dragonite hatte ich zu einem Kampf eingeladen, einem Asi Asiatic hatte ich eingeladen, Terrorzwerg hatte ich eingeladen, aber die sind alle nicht mehr aktiv. Das ist halt richtig dumm gelöst. Wenn es kein Notification Cap gäbe, dann wäre es ja egal, wie viele Benachrichtigungen da oben reinfliegen, wenn irgendwann der Punkteaufstieg halt auch kommt. Aber wenn wirklich es zu viele sind, dann sagt es, nee, komm, jetzt haben wir 200 Benachrichtigungen geschickt, wir machen jetzt Feierabend. Und die Punkte, die eigentlich wichtig wären, die werden dir dann erst bei der nächsten Aktion angerechnet, obwohl du es bei dieser gekriegt hättest. Also wenn es kein Cap gäbe, wäre das komplett egal, was damit ist. Dadurch, dass es aber dieses Cap gibt, könnte man ja von der Yandex-Seite aus darauf verzichten, extrem sinnlose Benachrichtigungen oben einzublenden, die nicht mehr relevant sind oder dir in dem Sinne eh nichts bringen. Wozu oben diese Nachricht, wenn du es doch eh unten siehst, dass die Nearby-Liste orange leuchtet? Du siehst, wer jetzt gerade aktiv eine Einladung hat, die du noch annehmen kannst. Was braucht es mich zu interessieren, dass vor 10 Minuten. 50 andere eingeladen haben, die ich eh nicht mehr annehmen kann. Gibt das Pluspunkte extra oder was? So, den schnell fangen. 21,42 war das Beste bisher. Das hier hat 21,9, wieder mit 80%. Wir fangen natürlich, weil es ist ein neues Pokémon. Man kann xl bombs dafür kriegen. Und falls wirklich ein 100er dabei wäre, wäre das natürlich sauber. 296 xl bombs braucht man. Um eins auf Level 50 zu pushen. Äh, Genaya ist aber leider abgelaufen. Also 10 Sekunden, das hätte ich glaube ich jetzt nicht geschafft. Wir hätten es natürlich probieren können, aber ich. Minz Braccus, gibt keine Gruppe mit dem Code, toll. Ist neu in meiner Liste. Riese, da waren 16 Sekunden, das dürfte noch eher gehen. Minz Braccus ist neu in meiner Liste und denke ich mal wird auch da das Problem sein. Dass der halt alleine einfach mal eingeladen hat. Fünf Stück, die gerade online waren. Ich war auch dabei. Ich hab's angenommen. Aber er war alleine und ist dann wieder rausgegangen. Was mache ich denn hier? Alles hängt. Ramses. Eins, zwei. Ja, erst erstmal Riese aufschreiben. Das ist nämlich das nächste Ding. Es ist ja schön, wenn man 400 Freunde hat. Aber es ist halt für die Raid Mania. Ein bisschen störend, wenn sagen wir mal, wenn 100 Leute einladen und 80% der Leute sind alleine und verzweifelt und sagen: Hey, da ist ein Raid. Hm, ich lade einfach mal random 5 Leute ein, ohne dass die davon wissen, ohne dass die sich abgesprochen haben. Und dann, ah, es kommt keiner rein. Ja, dann gehe ich wieder raus. Ich sehe das und denke: Alles klar, wir raiden. Und dann gibt keine Gruppe oder wir warten zwei Minuten in der Lobby zusammen, bevor derjenige dann rausgeht, weil er sieht, es kommt kein anderer mit rein. Also Raid Mania sollten die Leute eigentlich dann einladen, wenn sie sowieso mit einer Gruppe unterwegs sind und raiden. Oder wenn sie halt vier, fünf Leute sind und sagen, okay, zur Sicherheit nehmen wir einen Ramses noch mit, vielleicht schafft er es mit rein, eher so als Gag, aber es komplett von mir abhängig zu machen, ist, äh, ist nicht so eine gute Sache, ja. Denn ihr wartet, ich warte und dann passiert eh nichts. Das, das bringt nichts. Riese jetzt auch. Der, der bräuchte mich nicht einladen. Der braucht mich nicht für den Raid. Da waren 17 Leute oder irgendwas am Start. Hier ist es auch die Lobby voll belegt. Also da lädt man so ein und guckt, vielleicht schafft man es, vielleicht schafft man es nicht. Ich hab's jetzt nicht geschafft. War zu langsam. Und da läuft das. Also die würden das auch ohne mich schaffen. Aber wer wirklich alleine ist, der wird's ja auch mit mir zu zweit dann nicht schaffen. Das würde dann auch nichts bringen. Wir schreiben erstmal Schatzi auf. Und jetzt hat sich vielleicht beruhigt, sodass wir rüberziehen können und können hier fix jetzt mal heilen. Dass das passt. Bei Raikwasa war es eine coole Sache, als Raikwasa in den Raids war. Da gab es ja keine Raid Mania, das war ja nur am Wochenende da, aber man wusste, ich habe einen Hunderter. Meine Aufgabe ist es also jetzt diese 300 XL Bonbons zu kriegen, also musste man ca. 100 Raids machen, ihr kriegt ja pro gefangenen Legendären jetzt 3 XL Bonbons, manchmal kriegt ihr sogar 4, manchmal kriegt ihr sogar 5, wenn ihr eins verschickt, kann es sein, ihr kriegt eins, wenn ihr eins tradet, einen Spezialtausch macht, über 100 Kilometer, dann kriegt ihr auch garantiert eins. Also, man hat schon gut Möglichkeiten, da XL Bombs dann mitzunehmen. Gerade so eine Raid Mania haut natürlich rein. Da kommen locker mal 10 bis 20 Raids zusammen. Wären also 30 bis 60 XL Bombs, wenn man jetzt alles fängt, wenn man Glück hat, wenn man alle verschickt, hat man vielleicht noch mal 10 dazu. Also so 70 XL Bombs ist schon realistisch in der Raid Mania zu machen. Das Problem ist natürlich, wenn du keinen 100er hast. Und dann hast du irgendwann die xl bomboms voll, weil du 100 Raids gemacht hast, aber du hast keinen 100er. Dann bist du viel größerem Druck ausgesetzt, denn du machst 200 Raids, du machst 300 Raids, du machst 400 Raids. Denkt an Mewtwo. 783 Raids habe ich gebraucht, bis das 100er kam. Da gab es aber noch keine xl bomboms Das heißt, ich musste, nachdem ich das 100er habe... <laughs> äh, Nochmal... 100 Raids mit Mewtwo machen, sozusagen, um dann die XL-Bonbons noch zusammenzukriegen. Ey, das war eine Schweinerei. Aber jetzt bei Kyoke Groudon, man könnte sagen, okay, ich habe genügend Shinies, ich habe beide als 100 mehrfach. Brauche ich nicht mehr machen, wenn die kommen. Aber durch die XL-Bonbons sagt man auch, wenn die kommen, wieso nicht? Raid Mania wird mitgenommen, XL-Bonbons werden mitgenommen und man hat immer wieder Ansporn, was Neues zu machen, auch als Level 50er. Bufford Uchicha, uch, Uchicha, Uchi, Uchi, Chiba, Badabam. Zack, gibt keine Gruppe mit dem Code. Dafür, dass es so unaussprechlich ist. Tyra Krok, guck mal da mal rein. Ob's Tyra, bisher immer Benni, Riese, Schatzi. Tyra Krok. Drei. Also, wenn die drin bleiben, dürften wir es schaffen. Ich schreibe mal auf, Tyrakrok. Jetzt sind es vier. Okay, also jetzt müsste es ein todsicheres Ding sein. Außer einer hat Schiss. Wie gesagt, wenn Thomas das zu zweit schafft, dann schaffen wir das auch zu dritt. Sag ich mal. Mit geschwollener Brust. Schmelle ist da auch drin. Schmelle sagt mir auch was. Das habe ich auch schon öfters gelesen. Schmelle sagt mir sogar mehr als Tyrakrok selber. <laughs> ich hoffe nur, die bleiben drin. Bruder, ich schwör, ich lass euch nicht hängen. Ich hab Bock auf das Teil, ja. Deswegen, äh, Eviltal muss das 100er her. Bei kam kam's ja auch. Nach 45 Raids gab's Xerneas, das 100er. Das heißt, wir haben die erste Raid Mania gespielt, da gab es nichts. Bei der zweiten Raid Mania am Mittwoch, ich glaube, es war sogar der, der zweite Raid in der Raid Mania. Da gab es das 100er. Und dann wusste ich ab dem Moment, geil, das 100er ist da. Jetzt brauchst du nur noch XL-Bonbons. Jetzt habe ich die letzten Tage, als Xerneas da war, immer einen äh, Spezialtausch gemacht, um ein garantiertes noch zu bekommen. Und das werde ich jetzt auch mit Evil-Tal machen. Jeden Tag eins wegtauschen. Über 100 Kilometer mit jemandem für eine Interaktion. Vielleicht gibt es da auch ein 100er. Es muss ja nicht mal lucky sein. Ihr könnt ja durch einen normalen Tausch trotzdem auch ein 100er legendäres bekommen und nicht unbedingt nur bei einem lucky trade äh, trotzdem habe ich noch drei lucky trades offen also rupasch ist glaube ich noch rupasch ist noch lucky friend glücksfreund king hammer ist glücksfreund und ich dachte eigentlich es war noch jemand ach so der jonas jonas ist noch glücksfreund von paula das heißt ich habe noch drei mit denen ich sowieso gezielt einen Lucky Trade mit Evil Tal machen könnte. Äh, denn wenn du schon weißt, okay, jetzt ist das 100er da, dann kannst du gemütlich einfach auf die restlichen Bonbons gehen. Ansonsten würde ich nicht so exzessiv suchten bei dem Teil, weil es das erste Mal da war, weil es ja trotzdem nochmal wiederkommt. Das steht ja eh fest. Sie müssen es ja irgendwann als Shiny in die Raids bringen, damit ihr ja alle nochmal raidet. Also muss man jetzt nicht so übertrieben raiden. Ich hab's auch gesehen, in der anderen Gruppe gibt's Leute, die haben geschrieben, ja, endlich das 100er, nach 106 Raids und das am ersten Abend. Ich bin am ersten Tag los. 11 Uhr habe ich geguckt, wann der erste aufgeht, Habe da mit Video vor Ort äh, den Community Raid wieder gemacht, den ich noch nicht hochladen konnte, aber ja, das ist halt so. Es gibt halt Spoofer und es gibt's ne? Als Buffer klar, du kannst am Abend schon nach Auckland. Wellington, Neuseeland und könnte es jetzt die ganze Nacht schon Evil-Tal raiden, hätte ich die Möglichkeit dazu, aber trotzdem wie ein kleiner, normaler Legit-Spieler warte ich, bis der bei uns da ist, gehe hin und mach den vor Ort mit Kamera bei uns an der Arena, aber die Leute schimpfen trotzdem, du dreckiger Cheater, du. <laughs> Dabei ich spiele ich spiele so viel einfach Legit und mache mein Zeug auch so, gebe mir da meistens auch Mühe, Find nur, nur zu spoofen, dann weiß ich nicht. Dann hast du vor dem Spiel an sich manches nicht mehr. Also, wenn du jetzt viele Raids machen willst, wie beim Mewtwo, da musste man spoofen. Denn wenn bei uns die Raids vorbei waren und du hattest nur diese... Ge ich habe extra 1000 Euro aufgeladen, ich musste raiden, 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 raiden und das rund um die Uhr. Aber hier, ach, das ist eh zwei Wochen da. Es geht um nichts, es kommt eh wieder. Es muss ja als Shiny eingeführt werden. Bei Mewtwo, das gab es schon so oft in den Raids. Und auch als Shiny. Und jetzt, was wollen sie noch machen? Sie können es nicht nochmal als Shiny einführen. Also jedes Mal, wo es zurückkommt, hast du den Versuch, dir das 100er zu gönnen. Wer weiß, ob es nochmal kommt oder wann es wieder kommt. Aber bei Kyoko Groudon kann ich ganz entspannt sein, wenn die mal wieder kommen. Auch bei Regiram und Zekrom kann ich entspannt sein. Habe ich auch beide als 100 da. Äh, Kyurem als 100er. Ansonsten, was gibt's noch? Palkia und Dialga, die werden auf jeden Fall fett. Habe ich beide nicht als 100er. Palkia habe ich, glaube ich, nur 96 und Dialga habe ich 98. Das heißt, da könnte man auf Shiny gehen, wenn es dann Shiny ist. Auf XL gehen und auf 100er gehen. Also, da hätte man gleich drei gute Gründe, da viel zu raiden. Ach, ich hätte neben. Tyrakrog hat auf jeden Fall einen Punkt bekommen und gezeigt, wie das hier funktioniert. Das ist sehr schön. Vor allem, <laughs> man sitzt einfach hier und redet die ganze Zeit mit sich selber, aber irgendwie funktioniert das. Ähm, Buford Uchida. U Uchiba, Uchida. Wir gucken doch mal kurz rein, ob das jetzt besser aussieht. Irgendwie sieht es gerade wahrscheinlich gar nicht aus, oder? Was ist passiert? Sechs Leute. Es wäre schön, wenn ich noch meine Pokémon hätte heilen können. Ach, das ist schön, weil alles tot war. Bin ich jetzt hier und kann jetzt zum Kampf zurück. Hoffentlich. Ja. <laughs> so, so schaltet ihr das aus. Wenn ihr ein bisschen mehr Zeit braucht, ne? Habt ein leeres Team drin, dann könnt ihr in Ruhe nämlich euer eigentliches Kampfteam äh, heilen. Und dann könnt ihr zurück zum Kampf und dann könnt ihr mitmachen. Buford muss ich mir also auch aufschreiben. Habe ich den nicht schon hier drin stehen irgendwo? Der hat bestimmt schon mal einen Punkt. Ne, diesen Monat glaube ich noch nicht. Bis jetzt, im Mai führt Raven nämlich die Top-List an. Ich kann das euch mal kurz hier zeigen. Bis jetzt hat Raven im Mai Platz 1 mit 3 Einladungen. Dann kommt hier Kabi Samra. Fanrate, Go AMK, IMC am Ramses, Jens, Mr. Constantius, Tik Fikat. Oh, Kabi Samra. Kabi Samra. Kabi Samra, Kamora. Kabi Samra, Kamora. Ein was von beiden ist Mary. Ich glaube, war Mary Kabi Samra? Ich glaube, ich habe letztens Kabi Samra gelöscht, weil ich nicht wusste. Kabi Samra.. Wer war das nochmal? Egal. Kann ich im Notfall eh nicht kontaktieren? Ne? Schnell raus. Dabei hat Kapi Samra sogar ist auf Platz 2 in der Raid Mania Liste. Kann, wenn ich gelöscht habe, gar nicht mehr einladen. Also wenn wenn das wirklich Mary war, dann bitte <laughs> schick noch mal eine Einladung. Ich glaube Simli Kamora war dann das, wo ich nicht kannte. Irgendwie verwechsel ich die zwei immer. Kapi Samra und Simli Kamora. Aber Kapi Samra. Müsste Mary sein, weil ich bei Mary immer dann wegen Capital Bra. Die hört bestimmt sowas. Ich esse die Pizza und trinke den Eistee, obwohl Eistee sind wir jetzt bei 4Bro angesiedelt. 4Bro Eistee. Gönnung pur. Aber nur die behinderten nicht die normalen. Brauchst du keinen Capital Bra-Tee mehr. Äh. Lieber Vor Bro tee aber Kapi, muss ich sagen, haben mir die Pizzen auf jeden Fall gut geschmeckt. Also so eine Salami-Pizza, Rinder-Salami würde ich auf jeden Fall gerne nochmal essen. Auch Grillgemüse fand ich richtig gut. Sutschuk hat mir nicht so gut geschmeckt. Und was es noch gab, habe ich... Ach so, Thunfisch. Ja, Thunfisch war auch gut, aber mit meinem Ofen geht leider gar nichts. Mittlerweile habe ich sogar einen Termin mit dem Elektriker gehabt, der von der Hausverwaltung geschickt wurde. Der hat sich den Ofen angeguckt und gesagt, ja, kein Problem, da ist nur hier das Thermostat kaputt, der Fühler. Das ist äh, ein Teil, das wird ausgewechselt und dann geht wieder alles, ne? Wir erkundigen uns mal und dann Shiny Meister 09. Die anderen waren wieder zu knapp. Jetzt muss ich auch noch Pässe kaufen, da wäre das sowieso nicht gegangen mit den anderen. Moment, Moment, Moment. Und wie sieht es hier aus? 11. Ja. Wenn ich jetzt noch dazu komme zu heilen. Es <laughs> dauert halt immer 10 Jahre, bis man mal rüberwischen kann. Das Handy ist schon wieder knüppelheiß. So, Shiny Meister. Kurz mal aufschreiben. Dass das auch passt. Ich habe also einen Termin gehabt mit dem Elektriker. Der hat gesagt, der Fühler, der Temperaturfühler, da irgendwas ist kaputt im Ofen. Dann ist nur so ein kleines Teil. Das tauscht mal aus da hinten und dann passt das wieder alles. Der Ofen wird viel zu warm. Er hat ihn auf 50 Grad gestellt und hat dann gemeint, er müsste sich jetzt gleich ausschalten. Wenn er sich nicht ausschaltet, dann haben wir ein Problem. So, dann irgendwann hat er nochmal aufgemacht, hat seine Hand reingehalten. Oh, ist der heiß! Der hat sich nicht ausgeschalten. Ich, ja, <laughs> das ist genau das Problem. Deswegen äh, verbrennt auch immer alles. Ähm, das ist jetzt auch eine Woche her gewesen und jetzt hat er sich heute noch mal gemeldet, gesagt, er hat schlechte Nachrichten. Äh, Sie können keinen Ersatzteil bestellen. Sie können für den Ofen keinen Temperaturfühler bestellen. Können das nicht austauschen. Ich soll mir einen neuen Ofen kaufen. Fertig. Hm, das ist doch so ein Einbauofen. Den kannst, kannst du nicht einfach los, kannst du den Ofen da hinstellen und das war's. Das ist ja wieder komplizierter und... Braucht man einen Ofen? Habt ihr einen Ofen? Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr einen Ofen habt und was ihr in dem Ofen immer macht. Vielleicht Pizza? Die gute Capital Bra Pizza? Wann bringt Forbro eigentlich seine erste Pizza raus? Das würde mich interessieren. Brennend. Wie mein Ofen. 2113 vom Shiny Meister. Komm, das. Ich glaube, das Beste bis jetzt war das bei der Einladung vom Riese. Obwohl, wenn es der zweite Raid war, war es nicht Riese, weil der zweite war ja Benny, weil der erste war ja Jens. Nee, das stimmt auch nicht, weil davor war ja noch jemand. Das ist aber kompliziert. Hier nochmal Jens. Oh, jetzt Jens. Und Jens ist nicht da. Ja, ist doch irgendwie, ne? Komm ich rein? Jens. Also doch ein Punkt für Jens, auch wenn der davor schon hat, hat er jetzt hier nochmal. Kurz Jens aufschreiben. So, Jens ist aufgeschrieben. Ich weiß ja auch nicht, noch was geht man da? Man könnte auch sagen... Ja, mit Jens habe ich heute schon einen Raid gemacht, das heißt, ich habe auch schon eine Interaktion mit ihm. Wäre jetzt besser, ich mache einen Raid mit jemandem, mit dem ich noch nicht interagiert habe, damit wir im Level ein bisschen aufsteigen. Und wenn wir nicht im Level aufsteigen, dass wir vielleicht schon beste Freunde sind, aber dadurch wenigstens Glücksfreunde werden können. Auf der anderen Seite sind die Regeln aber so, man nimmt an in der Reihenfolge, wie die Leute da sind. Denn ein Jens soll die Möglichkeit haben, wenn er zehnmal einlädt, zehnmal dran zu kommen und zehn Punkte zu machen, sodass er ganz oben an der Raid-Spitze steht was nicht geht, wenn ich sage, ach, ich habe heute schon mit Jens, ich will jetzt auch mal mit äh, beliebigen Namen einfügen. Und deswegen, ja, also manchmal würde ich schon gern sagen, ah, ich würde gern unten mit dem jetzt raiden, aber da darf ich nicht parteiisch sein, ne? Ich muss schon fair bleiben und einfach den annehmen, der gerade da steht, als allererstes. Außer ich sehe, da sind nur noch 6 Sekunden, dann geht es natürlich nicht. Ist immer schwer einzuschätzen, passt das oder passt es nicht. Also, wenn es unter 10 sind, dann versuche ich es gar nicht erst. Wenn es so 12 sind, dann könnte es immer noch gerade so klappen. Sagen wir es mal so. Dann kommt es natürlich auch immer drauf an, äh, also, wenn ich in so eine Lobby reingerutsche und dann bin ich zwar noch drin, so 10 Sekunden vor Start, aber dann sind da vielleicht wirklich nur drei Leute und ich. Hab dann ein komplett totes Team. Das bringt halt dann auch nicht viel, ne? Oder dann muss ich noch einen Pass kaufen und dann wird's ja auch nichts. Too lost for playing. Das war jetzt eindeutig. Der stand als erstes oben drin. Und der hat auch noch genügend Zeit. So, genau so muss ich das machen. Auf die Arena und solange wieder in die Arena reingeht. Schnell den Namen aufschreiben, nicht immer versuchen, hier, sobald ich drin bin, zu heilen, und um gleichzeitig zu schreiben und dann noch irgendwas anderes. Das ruckelt ja eh erstmal, das ruckelt und hängt sich auf. Und deswegen kann man in der Zeit erstmal hier rein. Crazy motherfucker! fucker, too lost for playing. Alzariuf, Kadorina, lame, lame, tuse. <laughs> Grüße gehen raus an To Lost for Playing. Ich muss sagen, seitdem ich keine Streams und Videos mehr machen kann, seitdem kriege ich gar keine Freundschaftsanfragen mehr. Ich habe sonst immer so 100 Freundschaftsanfragen gehabt, offene, und konnte keine annehmen, weil ich immer voll war. Und wenn ich mal einen rausgenommen habe und hatte einen Platz frei, dann musste ich unter diesen 100 Leuten einen annehmen. Und jetzt ist es so, gefühlt, ich kann jeden Tag 5 bis 10 Leute rauswerfen weil die nichts schicken und nichts öffnen. Und ich habe nur noch sozusagen 20 Anfragen da und dann nimmst du halt da 5 an und dann hast du 15, dann hast du sonst was. Ich glaube, aktuell jetzt habe ich gerade genau noch 3 offene Freundschaftsanfragen. Das heißt, wenn ich heute Abend vier Leute rauswerf, kann ich genau diese drei offenen Freundschaftsanfragen annehmen und habe sogar noch einen Platz mehr frei. <laughs> heißt das, man löscht dann gar keinen, auch wenn die inaktiv sind, weil man keine offenen Anfragen hat. Oder man löscht trotzdem und wenn dann man zurück ist und im Stream das nächste Mal gefragt wird, hey Ramses, können wir befreundet sein, kann sie sagen, ja adde mich kann ich dich direkt annehmen, hab nämlich jetzt Platz. In der Woche, wo ich nicht da war, ist nämlich viel passiert. Jetzt wollte ich sagen, wieso kämpfe ich denn mit voluminas, aber das bin nicht ich ich. Das war die Couch. <laughs> äh, das, äh, genau. Jetzt haben wir hier den Steckdosenbär. Den finde ich auf jeden Fall auch cool. Hat der nochmal eine Mega-Entwicklung? Der sieht jetzt schon so mega aus. Das ist eins der geilsten Pokémon. So, die du mit dem Sinusstein entwickeln kannst, finde ich. Und 2116, sag mal, die geben mir immer zu dasselbe, oder? Kann das sein? Immer 2116. Nein, den gibt es nicht in Shiny. Siehst du, ich kann mir die Fragen schon denken, die zwischendurch kommen. Nee, du kannst nicht mitmachen. Ich lasse mich von meinen Freunden einladen. Abschlussrates gibt es am Ende, normalerweise. Also ab 19 Uhr. Aber da ja eh keiner da ist, gerade mit dem ich reden kann, gibt es auch keine Abschlussrates diesmal. Sondern wirklich rein von 18 bis 19 Uhr die Raid-Stunde mit Einladungen. Wo mein Code steht, guck mal in die Beschreibung, genau. Wo die Codes stehen. Achso, das ist Raids für Zuschauer. Das gibt's meistens an den Wochenenden. Oder auch in der Woche am Donnerstag ab und zu. Fällt aber auch wieder aus am Donnerstag. Aber vielleicht komme ich am Freitag mit Despotar zurück. Eigentlich muss ich eh aufpassen, was ich sage. Ich weiß gar nicht, wann ihr das hier seht. Und dann denkt ihr, war es Freitag Despotar? Da. Dann ist es eine Woche später und dann gibt es gar keinen Despotar mehr oder so. Deswegen lieber weniger reden, um die Leute nicht so sehr zu verwirren. Ich werde mir nachher, glaube ich, eine Pizza machen. Das ist ein gutes Thema, da sind die Leute immer hellhörig, wenn es um Pisser geht. So, und wir haben Bufford Uchiba. Ja, Da will's aber heute wissen, hä? Das dritte Mal eingeladen. Einmal nicht geklappt. Jetzt plötzlich Leute am Start. Und er auch am Start. Und, und, und. Hm. 39, 33, 34. Ist jetzt jemand raus? Meine Pokémon sind tot. <laughs> Mann! Jetzt habe ich es nicht gesehen. Sind die jetzt raus? Sind die drin? Sind die dort geblieben? Bin ich ganz alleine? Ich sehe zwei. Okay. Ja, wir sind nur zu zweit. Da sind wohl welche raus. Ach, ist das herrlich. Ich hab's gewusst. Also, Pass verschwendet. Ich, mein Team ist tot. Das heißt, ich brauch's gar nicht erst so probieren. Ohne Team. Ich gehe also wieder raus. Danke für die Gruppe. Muss man drauf achten, wenn Buford noch mal einlädt, dann ist der Pass vielleicht nicht verschwendet. Ähm... Boah. Dieses Handy. Zockermeid, Jens. Buford hat doch mal eingeladen. Moment. Es gilt erstmal den Pass zu retten. Das heißt, hier ist Buford noch. Ist das schon der, der drin ist? Ja. So wird das jetzt was. Mit Team beleben. Und zwei Leute. Wenn der so schnell aber wieder einlädt, dann war er auch nicht der im Kampf Das heißt, er ist abgesprungen. Und ein anderer von seinen Homies hat mit mir gekämpft. So sieht das nämlich dann aus. Ich glaube mal, der Pass gilt als verloren, denn dass das jetzt sich noch heftig füllt. Glaube ich eigentlich eher nicht, oder? Boah, es ist so kompliziert. Ich meine, wir sind drei. Ich habe vorhin gesagt, zu dritt schafft man das. Jetzt sind es vier. Komm, The Fall Wall. Mach mit. Zweiter Versuch. drin bleiben. Das schafft man. Und einer ist wieder raus. Natürlich der Gute ist raus. Der Gute ist raus mit Level irgendwas. Ja, mal gucken, wie viel wir jetzt im Kampf sind. Sonst wird es jetzt die unendliche Geschichte. Sind wir noch drei? Sind wir vier? Sind wir sonst was? Ich lese wieder zwei. Ich denke mal, der Bufford ist schon wieder raus und wahrscheinlich kämpft The Wall immer zusammen mit mir. <laughs> Zum Glück habe ich mir noch keinen Punkt gegeben. Wenn ich jetzt aber zehn Jahre lang an der gleichen Drecks-Arena probiere, dann kriege ich ja gar nichts mehr. Ich brauche doch eigentlich Punkte. Mein Gott, äh, ich muss doch eigentlich Raids machen. Ein Griff ins Klo, da verlässt man sich auf die anderen und dann sowas. Na ja, gut, es ist, es ist eh keine andere Anfrage mehr da. Das heißt, ich kann nochmal reingehen und nochmal zuschauen, wie die Zeit runterläuft und wir wahrscheinlich zu wenig sind. Wir sind wieder drei. Steuerung alt in Saft. Jetzt geht er wieder raus und der andere mit rein. Wieso kann der denn nicht drin bleiben? Wir würden es zu viert doch einfach schaffen. Bruder, vertrau doch mal. Jetzt sind wir die drei, die so zu dritt wahrscheinlich nichts reisen, weil einer von den beiden immer rausgeht. Ich könnte, ich könnte drauf tippen, dass Bufford rausgeht. Bufford raus? Und deswegen ist auch direkt immer schon die neue Einladung da. Denn wenn er mit mir zusammen drin wäre, ich rausgehe, dann kann er ja doch nicht schon wieder eingeladen haben. Wir sind vier. Was bringt uns der jetzt? 41. Chuckhaus. Komm, das würde passen. Wenn man drin bleibt. Bleibt man drin? Geht man raus? Vier. 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 Wir sind vier Leute. <laughs> Guck, ob es jetzt im Kampf auch noch vier sind. Das heißt, wäre der andere Kollege nicht raus, wären wir fünf. Wir sind aber nicht fünf, wir sind vier. So, Ramses, jetzt mal konzentrieren und wirklich mal draufhauen. Du siehst, da kämpft einer mit Ille Voltec. Gutes, gutes, gutes Zeug, ne? Äh. Da kämpft einer mit Voldolos, okay. Da hat auch einer mit Granbull gekämpft, okay. Ist Granbull jetzt tot und hat er jetzt auch einen Voldolos? Oder sind zwei Voldolos im Kampf? Jetzt mal nicht rechts drücken, sondern mal links drücken. Hinten kommt noch ein Zapdos rein, das ist auch gut. Äh. das ruckelt wieder so dermaßen. Ich habe erstmal meinen dicken schwarzen Lederanzug rausgeholt, um den roten Latex-Vogel zu beeindrucken. Ich kann auch fliegen, guck. Kann der fliegen? Weiß ich nicht. Irgendwas kann der bestimmt. Jetzt, sag aber da hinten. Und immer noch. Sneeble ist auch drin, also Snibuna. Wer ist der jetzt wieder? Elevoltek Ele ist immer noch am Start. Frisst er so viel? Oder ist das einfach eine ganze Elevoltek-Armee? Ah, jetzt Magnezone. Magnezone, passt, auch gut. Despo da, mit Katapult, Steinkante, hoffe ich. Sieht so aus, als würde er Steine werfen, ja. <laughs> Hinten noch ein Voldolos drin. Jetzt ist er auch bei der Hälfte. Ihr wisst, bei 150 Sekunden ist die Hälfte der Zeit um. Und wenn ihr dann noch nicht im gelben Bereich seid, könnt ihr es gleich sein lassen. Wir sind im gelben Bereich bei über 200 gewesen, bei 207 oder 208. Also müsste eigentlich jetzt gemütliches Ding sein, obwohl die starken Pokémon ja am Anfang jetzt direkt alle sterben und man dann nur noch Krücken hat. So, Despo da immer noch Magnetzone, ich habe auch Magnetzone. hit war gerade ein Alola Vulnona, glaube ich. Hier kommt Zimmer mal drauf. Ich hätte meine Pokémon mal noch ein bisschen hochziehen sollen. Das Magnetzone kann ich, glaube ich, auch auf Level 50 pushen. Das müsste immer noch auf Level 40 sein. Oder, na gut, vielleicht auch schon ein bisschen höher. Habe ich, glaube ich, jetzt noch gar nicht gemacht. Raikou, das Hunder da, das muss auch rein. Ich finde Raikou so ein tolles Pokémon. So elegant und so gelb. Und dann greift das immer so zügig an. Und dann springt das immer so nach vorne und zurück. Also, jetzt ist die Hälfte der Zeit. Und es ist nur noch ein Fätzchen übrig an Energie. Ne? Das ist also zu viert. Tja, werden die anderen mal nicht raus. Da hätten wir es bestimmt auch zu dritt geschafft die ganze Zeit. Jetzt habe ich auch mein Elevoltek hier. Elevoltek! <laughs> Grüße an Pisa für NDV <laughs> an der Stelle. Evil Tal. Ne, Bisa Flor geht's ja nur. Hm. Elevoltek. Willst du jetzt in der Lobby chillen und lässt die anderen den Rest machen? Ich glaube, bis ich zurückkomme in den Kampf, ist eh schon vorbei, oder? Aber ja, es, geht um, es geht um jede Sekunde, deswegen. Drück mal auf zurück zum Kampf. Glitzern kurz und es ist tot. Ohne was zu machen. Als es das Despo da gesehen hat, hat es gleich aufgegeben. So, Buford, ey, Buford kriegt seinen zweiten Punkt, aber wie? Aber wie? Tick Fick hat. Äh, Tick Fight AFK. Die Tick Fight? Doch, AFK. Irgendwas und noch mehr. Ah. Habe ich leider keine Zeit mehr zum Heilen, so wie es aussieht, oder? Es hängt. Und Bufford bekommt seinen zweiten Punkt. Ich glaube, das wird mir aber eine Lehre sein, dass ich von Bufford jetzt nichts mehr annehme. <laughs> In dieser Sendung. Nein, ich meine, beim ersten Mal war es nix, beim zweiten Mal war es super und beim dritten Mal jetzt. Wir haben es zwar geschafft, aber es war halt wirklich sehr zeitaufwendig. Ah, trotzdem, Grüße gehen raus. Dass dann nicht aufgegeben wurde, dass trotzdem es weiter probiert wurde und eingeladen wurde und hinterher. Ist ja beim, Gab beim Gabriel ist es ja auch manchmal so. Gabriel äh, hat jetzt mit dem IMC Ramses Account, äh, den er gemacht hat, auch um die Platin Medaille bei mir zu pushen für die Trainerhoffnung, lädt er ja auch ein. Und dann packt er seine Accounts noch mit rein. Und wenn er sieht, ich komme nicht in den Raid, dann geht er wieder raus und lädt halt wieder ein. Und manchmal bin ich reingekommen in den Raid. Und dann waren es nur noch 10 Sekunden. Und ich habe gedacht, ach, bin drin, fertig. Ich habe angefangen zu kämpfen. Und dann war ich ganz alleine. Weil er nicht gesehen hat, dass ich auf den letzten Zipfel noch reingerutscht bin, ist deshalb mit allen raus. Und ich war alleine drin. Und seitdem hat er dann auch permanent eingeladen, eingeladen, eingeladen. Weil er wusste ja, der Pass hängt jetzt in diesem Raid. Solange wie der Raid da ist, hast du die Chance, den noch zu machen. Der Pass muss nicht verschwendet sein. Und das ist jetzt hier auch so gewesen. Der Pass war drin und solange hast du die Möglichkeit. Da wird auch nicht jedes Mal ein neuer Pass verbraucht. Was ja auch nicht alle wissen, die sagen, ah, ich habe keinen Pass mehr, ich kann nicht nochmal probieren. Nee, der Pass gilt für diesen Raid. Und damit habt ihr unendlich viele Versuche an diesem einen Raid. Wenn ihr den nicht schafft, könnt ihr das nochmal probieren. Ihr müsst nicht, wenn ihr einen Raid nicht schafft und nochmal probiert, noch ein Pass verwenden. Ihr habt einen einzelnen Pass, der gilt für diese Arena, für diesen Raid, der da drin ist und in dieser Zeit müsst ihr es schaffen, den zu besiegen, weil der sonst weg ist, der Boss und das ist alles. Raven hat jetzt eingeladen. Moonlight stand auch oben. Raven ist sehr gut, den kann ich mir jetzt hier aufschreiben. Der Ravensburger, der holt sich hier den nächsten Punkt, denke ich mal auch hier mit mit fettes Brot am Start. Ähm ich weiß nicht, ob das jetzt pünktlich um 19 Uhr dann Feierabend ist oder ob die Leute noch weitermachen auch nach 19 Uhr. Ich tippe mal, dass ein paar Einladungen noch danach reinrutschen, das heißt, ich würde spaßenshalber, wenn ich hinkomme, noch mal ein Glücksei anmachen. Das würde nämlich nur noch 15 Minuten gehen, das heißt, das wäre bis 18:55 Uhr. Und so würden wir nicht mal bis 19 Uhr das durchhalten. Also hängen wir noch 25 Minuten dran, bis 19.30, wenn noch Einladungen kommen. Wenn sich gar nichts mehr tut, dann ist das halt so. Dann gebe ich es auf. Dann mache ich, dann breche ich ab, ne. Übernehmen, nicht übergeben. Ne, genau, so muss das sein. So, da wird wieder was verstärkt. Blitzkanone, ach, ist das schön. Was haben wir denn jetzt gemacht? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11! Plus die zwei, die nicht reingezählt haben. 11, 12, 13. 13 Stück, also jetzt. 13 mal. Kein Taschenrechner hier. Egal. Rechnet ihr es mal aus. Ja, was denn? Ja, das sage ich euch nicht. Das müsst ihr selber drauf kommen, was ich jetzt eigentlich gerade wollte. Da, da, da. Ein Raid gibt 12.500 mal 13. Dann das Ergebnis nochmal 2. Dann rechne doch gleich. 25.000 mal 13. Mhm. 25.000 mal 10 sind 250.000, ja? Und dann noch 3 dazu. Also nochmal 75.000 dazu. Wir sind ja nicht bei 13, wir sind ja bei weniger, äh, mehr. Wir sind ja gleich bei, hä? Ne, jetzt sind wir gerade bei 13, genau. Und es ist 42, also noch 18 Minuten. Da kommen bestimmt noch 4 Raids zusammen. Gucken wir mal, ob das passt. Buford, ne, 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 nee. Tick Fick hat. Erst eintreten in die Höhle. Sarina war da auch. Grüße gehen raus. War zeitlich ein bisschen knapp. Tick Fick hat. Kann ich schon mal eine 2 dran schreiben? Also bei denen klappt das bestimmt immer, oder? Dreckenhander auch am Start. Alle drin. Jetzt lassen wir ihn nur noch mal hier beleben. So, den und den. nur oh, mehr braucht man nicht. Fertig. Tick Fight. AFK. Arena oder was. was? Was heißt der Name? Was bedeutet der Name? Er kämpft immer fernab der Tastatur. Wie bei Pablo im Stream. <laughs> so, ich lasse den Account jetzt mal hier laufen. Äh, ich mache so lang was anderes. Tschüss. Und dann siehst du einfach, wie das Pokémon fängt, ohne. Weil er AFK ist. <laughs> so. Hey, raus. bleib auf deiner Seite. Du musst dich nicht vor das Rihonjo stellen. Ihr fallt ihr eh beide um. Ist nicht so, dass du den Schaden einfach absorbierst. Mit deiner komischen Marshmallow-Frisur. Marshmallow? Was gibt's? Achso, ja, Pizza wollte ich mal. Ich muss da mal gucken, ob überhaupt noch Pizza da ist. Also, ich esse ja sonst immer diese billige Edelsalami von Ja. ...wo im Dreierpack gibt, ne... ...und da packe ich dann immer... ...drei Scheiben von diesem Toastkäse drauf... ...von Ja... ...und dann esse ich noch äh, Pfefferon... ...nein, nicht von Ja... ...sondern von irgendeiner komischen Firma... ...weil die organisiere ich immer aus dem Kaufland... ...egal wo ihr hingeht... ...Pfefferon, die kosten immer so 1,19 Euro... ...1,39 Euro... ...von Dittmann oder irgendwas... ...und im Kaufland kostet die gleiche Menge... ...im gleichen Gläschen... 89 Cent. Und das immer. Und immer wenn ich ins Kaufland gehe, ist nur ein Karton da von diesem Pfefferon und diesen einen Karton nehme ich immer komplett. <laughs> ist das jetzt gut oder schlecht? Ich meine, man könnte denken, boah, ist das gierig, lass doch auch für die anderen was da. Aber wie kann es denn sein, dass immer wenn ich hinkomme, ein Karton da steht und dieser eine Karton halt immer voll ist? Es sieht auch nicht so aus, Moment. Schilling3 kriegt ein Ei, äh, kriegt Punkt. Da freut er sich bestimmt wieder, wenn er das sieht. Vielleicht sieht er es ja doch nachträglich. Grüße gehen raus an Schilling3 und die Eltern, ne? Ist ja, glaube ich, auch ein jüngerer Zuschauer. Ähm, was ist denn hier? Der eine war noch. Wenn ich einkaufen gehe wegen den Pfefferon im Kaufland und ich würde sehen. Aus diesem ganzen Karton fehlen zwei, drei Gläschen, dann hätte das auf mich den Eindruck, dass irgendjemand die gekauft hat und deswegen fehlen da welche. Und dass, wenn ich jetzt den ganzen Karton mitnehme, keiner mehr was kaufen kann. Da aber immer der ganze Karton im Ganzen dasteht, sagt mir das, dass die in dem Sinne keiner kauft und deswegen nie was fehlt. Und wenn eh nichts fehlt, bevor sie sagen, die kauft keiner, wir nehmen die aus dem Sortiment nehme ich lieber immer den ganzen kompletten Karton mit. Irgendwann wirkt's komisch, dass sie sagen, wir machen Inventur, da ist schon wieder der ganze Karton weg. Ich glaube, die werden immer geklaut, aber die sehen ja dann, dass es das gekauft ist. Also rettet die Pfefferonen, ja. Wer das wirklich guckt, nachträglich, obwohl das nicht live ist, schreibt mir den Kommentar in die Kommentare mit dem Hashtag rettet die Pfefferonen, ja. Ja, ich hoffe, ihr wisst, wie man Pfeffer schreibt. p f e E-R. -e Und dann noch O-N-E-N -e -n hintendran. Pfefferonen. Also, rettet die Pfefferonen. Wie war das mit Merchandise? Ramses, kannst du mal Merchandise machen? Peace out, Vorhaut. Rettet die Pfefferonen. Äh, wo sind die Codes? Ne? <laughs> Haben wir doch schon ein paar Sprüche, die wir da draufknallen könnten. Das... Was habe ich gesagt? Vier Stück schafft man noch. Es war 42, jetzt 47. Ist das jetzt der zweite oder der dritte schon? Tick fick, hat. Schilling sind auf jeden Fall zwei. Aber war Raven nicht dazwischen oder habe ich das nach Raven gesagt? Hm. Wenn wir es aber in fünf Minuten geschafft haben, dann wären wir ja jetzt nochmal zwei. Jetzt würden wir eigentlich vielleicht sogar sechs Stück schaffen. Also es kommt drauf an. Vielleicht habe ich gleich keine Einladungen mehr und dann geht gar nichts. 21,35, ja, das schmeckt, aber ist noch nicht. Oh, 13, 14, 14, ne, das schmeckt nett. So, der ist auch drin. Marco Fedex. Zack, den habe ich vermisst. Der darf auch nicht fehlen. Marco Fedex ist drin, wackelt und hat Luft. 20 Leute und da ist auch Aid. Zeno-Summer-8 drin und 1 Kommandant, der mit mir auch bald beste Freunde wird. Ach, Zero, ne, Zero? Ach, Zeno hat ja auch vorhin eingeladen, da war aber die Lobby dann schon voll. Jetzt wisst ihr warum, weil die ganzen heftigen Leute hier mit Mega-Entwicklungen am Start sind und die ganze Raid-Lobby voll chillen. Finde ich aber schön, also das sind sehr wertvolle Freunde in der Liste, bei denen geht immer was, die sind so starke Spieler und ja, Grüße gehen raus an 1 Kommandanten Marco FedEx und natürlich auch 8 C Mosama, der vorhin eingeladen hat. Daddy das, wie auch immer. Ihr wisst, alles, was ich als weiblich betrachte, ist in Wahrheit männlich und alles, wo ich dann dachte, das ist männlich, sind plötzlich Frauen. Das ist, an den Namen kannst du nichts ausmachen. Das Mega-Ampharos könnte auch sein, dass das männlich ist, obwohl es irgendwie einen weiblichen Touch hat, wenn ich das hier so sehe, was das da macht. Also nicht was es macht, aber wie es halt rumrennt und irgendwas Markbrand. jede <laughs> de ist auf jeden Fall sehr männlich. Mm. Aber Markbrand davor mit seinen dicken Schlauchbootlippen, also das ist auf jeden Fall weiblich. Ich kenne kaum Kerle, die sich ihre Lippen haben aufspritzen lassen, aber Markbrand. Ob ich jetzt gesagt, er ist ein Kerl? Ja, wahrscheinlich. Gut. Cool. Egal, wie beim Wendler einfach egal. <laughs> 21.18. Da ist aber spät. Da ist ja drei Minuten drüber, ne? Da hat ja schon hinter Gittern angefangen, die zweite Folge. Wenn ihr damals auf RDL eingeschaltet habt, 21.15 Uhr. Zack, war die Stunde um. Und dann ging die nächste Folge los. 21.18 Uhr da hast du schon wieder den Aufstand verpasst. Und wie der Schließer wieder eine draufbekommen hat. So. Taiwa. Und kein Pass. Ah! Jetzt drauf und erstmal kurz hinschreiben. Taiwatiso. Tiso. Passt das. 14. Und Paula. Und armes Schwein. Und vielleicht schaffen wir es noch zu gucken, wer noch drin ist, aber erst heilen. Heilen. Es hängt halt so unglaublich. Chevy, Bierbaronesse. 889 Saxophon, Shangi, Autumn Ashes. Nee, 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 gib mir einen her. Und jetzt noch hier. Haben wir einen paula neuner account ne? Bierbaron. Conny, Conny, ich. ich. Stand da ein Tick mit dabei? Der Tick-Kekslord hat mich nämlich letztens gefragt, ob ich äh, diesen einen Tick-Spieler kenne. Weil dem irgendwo aufgefallen ist, er aber nicht zur Tick Gang gehört. Irgendjemand also das Tick Markenrecht verletzt hat und hat einfach sich auch Tick X irgendwas anderes genannt, so wie die Tick Gang halt, die ja alle Tick heißen. Es gibt so viele Ticks: Tick Dragon Hard, Tick Dragon Hunter, Tick Keks, Tick Keks Lord, Tick Fick Hut. Tick, Sakura, Tick Sato. Ja, das waren viele, genau. Man muss ja nicht alle aufzählen. Hm, ich hab schon wieder zehn Stück vergessen. Tick Klonkeks gab es ja auch noch. Aber ich glaube, Keks, Lord, Keks und Klonkeks sind ja alle vom Keks. Also Keks ist ja das Tier. <laughs> Habt ihr auch... K Kekstiere, wir sind hier bei Leipzig Zoo, ne? Leipzig? Leibniz. Der Leibniz Zoo waren ja auch Kekse als Tiere. Also. <laughs> Ey, sehr verworren alles, wenn man so alles durcheinander redet. Alles, was einem in dem Moment durch den Kopf geht und dann keiner mehr einen Durchblick hat. Was, was? Zoo? Was? Leipzig? Wie Leibniz? Kekse, Tiere. Mhm. Was war jetzt mit dem Hund? Ach, das waren Haustieren, Der heißt Keks. Alles klar. Wie bei FC Mary mit dem Hausschwein, das heißt ja auch Mary. Was nicht heißt, dass Keks ein Schwein ist, aber ein Tier. Ähm so, Mr. Constantius. Nein, Adi, nicht jetzt. Nein, geht nicht. Viel zu viele Fanrate-Spiele am Start. Also haben wir Buford. Ich habe gesagt, ich nehme den nicht mehr an, aber wir können ja mal reingucken. Vielleicht hat er ein paar Leute am Start, aber wenn das jetzt zu. Ach, es gibt keine Gruppe. Da da er wieder aufgegeben, weil keine rein sind. Also keine Absprache. Wir haben Marco FedEx als nächstes noch. Der dürfte aber hoffentlich gehen. Der kriegt dann aber einen zweiten Punkt schon. Adi nicht jetzt hier hochhüpfen. Adi, nein. Nein, Adi, nicht! Du fällst dir nicht auf die Tastatur! Nein, Adi! Nicht beißen! Lauf doch weiter, bitte! Adi! So, Adi ist jetzt unten! Hab ich den jetzt? Wo ist mein Textdokument hin? Ich brauche das Mal zwei und mein Handy brauche ich auch. So! Jetzt noch heilen! Und Marco Fedex. Ist das eigentlich aus? Nee, das ist nicht aus. Nicht, dass das Probleme gibt. Wenn der gleiche Account auf dem nächsten Handy nämlich auch noch an ist und aktiv da sitzt im Hintergrund, kann das manchmal ein bisschen problematisch werden. Ja, die ist, ich musste dich jetzt wegschieben. Es ist ja schön, dass du mich deswegen jetzt gebissen und gekratzt hast, aber es geht um Leben und Tod, ja. Ich weiß bei dir auch, du hast Hunger und wenn du nichts isst, dann verhungerst du irgendwann. Aber das geht nicht so schnell. Guck mal, was du für Reserven hast, Bruder. Du siehst aus wie ich. <laughs> Nur du, äh, du bist noch aggressiver. Ja, sag was mal so. So, Blitzkanone, hauen wir mal hier drauf. Mago Fedex. Ich muss meinen Cursor aber mal hier unten hinschmeißen. Und wir haben jetzt insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 Raids gemacht, beziehungsweise 18, plus die 2 am Anfang, nämlich. Ich hatte gesagt, wir schaffen bestimmt noch 4. Wir haben jetzt sechs geschafft statt vier und wir kriegen bestimmt noch ein oder wenn, wenn wir Glück haben vielleicht sogar zwei noch hin. Es ah. kommt jetzt wirklich auf den Rest an, also das Glücksei läuft noch lang genug. Tiktik hat <laughs> schon wieder. Wie kann ich den denn erreichen, dass der mir sagt, was der für ein was der für ein, ähm, ähm, äh, ein Lieblings-Pokémon hat. Das ist nämlich das, was auch kaum jemand weiß. Wer am Ende des Monats bei der Raid Mania die meisten Punkte geholt hat und die Liste anführt, der kann mir sein Lieblings-Pokémon nennen. Und das wird die weiteren Raid Manias begleiten. Ihr habt hier oben nämlich, also hier unten bei der Raid Mania, seht ihr immer den aktuellen Raid-Boss, um den es gerade geht. Deswegen habt ihr hier dreimal Evil Tal. Das ist immer links und rechts dasselbe Bild und in der Mitte noch ein anderes. Ihr habt diesen WrestleMania-Schriftzug umgebastelt zu RaidMania. Und hier oben ist ein Ramses, der gegen das Handy boxen will. Als Julchen gewonnen hatte, hat Julchen mir ein Bild von einem Pikachu geschickt mit Schleifchen und alles. Das war hier oben immer neben mir dann. Ihr Pikachu, weil sie gewonnen hatte. Als Benny jetzt auf Platz 1 war. Plus zwei andere, die ich nicht erreicht habe oder nicht wusste, was wie wo. Und Benny eben Sumpex so cool fand, habe ich seitdem das Mega Sumpex hier oben hingepackt. Das Mega Sumpex ziert also alle Raid Manias für den laufenden Monat, bis am Ende des Monats der nächste Gewinner mir sein Pokémon schickt, was hier drauf ist. Wenn ich diverse Infovideos gemacht habe, habe ich auch dann das Pokémon von dem Gewinner in dem Monat dann mit in die Videos gepackt oder so? Also, immer wenn ich irgendwo Platz hatte und was noch hinschieben konnte, hat dieses Pokémon vom Gewinner äh, Platz gefunden in den Infovideos, in irgendwelchen Sachen, wenn ich irgendwas gemacht habe am PC. Falls das noch nicht aufgefallen ist, kann man ja mal dazu sagen. Das heißt, der nächste, der gewinnt und sagt, sein Lieblings-Pokémon ist Potrott, dann sitzt halt da oben mein Potrott drauf, einen Monat lang. Und verfolgt uns. So der ist auch vorbei. Der war wieder schlecht. Es ist 57, aber das heißt, wir werden sicherlich noch einen schaffen. Beziehungsweise, solange wie das Ei an ist, kann man ja noch annehmen. Auch wenn äh, die Punkte dann dafür nicht mehr zählen. So, und jetzt haben wir Bunikatscha. Das kann jetzt entweder richtig heftig werden oder gar nichts. Da habe ich leider gar keine Erfahrung, der dürfte relativ neu sein in der Liste. Und ist alleine gut. Also gehe ich wieder raus. Das ist nämlich genau dieser Fall, das soll natürlich nicht sein. Buford, U Ushiba. Ich glaube, wir schaffen es gleich nicht mehr. Wir hätten bestimmt noch zwei Raids geschafft. Also durch solche Lobbys kann das sein, dass das äh, halt dann doch nichts wird. Ne? Boah, das ist jetzt schwer. 50, 43, 34, 39. Also wir sind zu viert. Wir haben es vorhin zu viert auch geschafft. Die Frage ist jetzt wieder: Bleiben seine Leute drin? Gehen seine Leute raus? Haut einer ab? Hat einer Schiss? Haut der 34er ab? Haut ein anderer ab? Line Rore? Ich muss nur aufpassen, dass mein Pass nicht drin hängt, sonst muss ich jetzt 20 Mal wieder dieselbe Lobby annehmen. Wenn die drin bleiben. Und es ist wieder einer raus. Und es ist ein Guter raus. Das heißt für mich auch: Ich hau ab und nee, komm, passt schon. Jetzt sind die anderen Einladungen auch weg. Es ist noch genau eine Minute. Dass durch das Warten dieser Lobby jetzt das den Letzten versaut hat, ist natürlich schade. Aber ich glaube, da werde ich nicht so genau auf die Uhr gucken und einfach jetzt warten. 450.000 kann man ja mal mitnehmen. Jetzt kriege ich erst die Punkte für alle Raids zusammen. So, da ist nochmal Buford. Wir nehmen jetzt aber Constin an, weil beim Buford wir gesehen haben, ähm, dass das wieder so ein Verzweiflungsakt ist. Tut mir jetzt sorry, aber mit Constin. Habe ich noch nichts gemacht heute. Deswegen gönn Konstin in einen Punkt. Du hast auch zwei gemacht, Buford. Ich habe eben dein angenommen. Das hat nicht stattgefunden. Nochmal annehmen und warten und nochmal annehmen und warten und nochmal annehmen und warten. Das wäre zwar die Reihenfolge bei dir eben gewesen, aber ich war ja schon drin. Ist ja nicht so, dass ich absichtlich jetzt dich habe ausgelassen. So, wir können jetzt gemütlich hier also drin hängen mit Konstin. Das ist auch der letzte Punkt, der vergeben war. Benny hat also einen bekommen, Riese hat einen bekommen, Schatzi hat einen bekommen, Tyrakrok hat einen bekommen, Bufford hat zwei bekommen, <laughs> Shiny Meister Jens, To Lost For Playing, Tick Fight, drei Stück, Raven ein, Schilling drei, einen, Margot Fedex zwei, Taiwa einen, Konstin einen. Die muss ich nur dann übertragen. In diese Liste hier. Ne? Das halt, wenn jetzt hier Tick Fick hat 3, hat 2 gehabt, hat also dann 5. Raven hat 1, hat also 4. Das heißt, es wird schon mal ein Wechsel stattfinden. Und das ist ja nicht die letzte Raid Mania im Mai. Nächste Woche ist ja noch eine mit Evil Tal. Dann kann sich das Blatt ja nochmal wenden. Aber es wird dieses Mal einen Führungswechsel geben. Raven wird von der Spitze gestoßen und Tickfik hat, steht erstmal oben drüber, außer bei den anderen tut sich noch was. Muss ich da mal genau hingucken. Jens hat ja auch schon zwei. Jens kriegt auch wieder einen Punkt. Äh, ja, lass mal erstmal den Raid jetzt machen. Wenn Buford dann nochmal einlädt. Dann können wir ja in Ruhe in der Lobby rumhängen und schauen, ob wir noch einen hinkriegen, aber jetzt für den Abschluss, dass das noch passt. Und der Punkt noch sinnvoll vergeben wird. War das meiner Meinung nach jetzt das einzig Sinnvolle, was wir hätten tun können? Und mit Konstin, seinem Sohn, mit Ruppersch dem Account, bin ich ja Glücksfreund. Das heißt, man könnte anschließend theoretisch ein Evil Tal traden, Lucky, um zu gucken, ob das dann ein Hunderter wird. <laughs> Natürlich, was auch sonst, also. Ist nicht ausgeschlossen, ist schon mal passiert. Bei Demeteros ist es passiert, bei Regiram ist das auch passiert. Ähm, selbst bei Raiku, bei einem Trade, gab es einen 100er. Mein 100 Raiku, was ich habe, ist ein Lucky aus einem Lucky-Trade heraus. Also, kann alles, kann alles sein. Zapdos habe ich gar nicht danach gesucht. Zapdos, als da die drei Vögel da waren die Woche, habe ich gedacht, ah, da gibt es hier den Raid-Tag, fünf freie Pässe. Ja, okay, Zapdos ist ganz cool. Machst du die fünf reinen Pässe halt weg? Bapp, 100 dabei, fertig. <laughs> also es gibt schon wirklich Momente. Am Ende ist das Spiel gut mit einem, auch wenn man oft sagt, ey, man hat nur Pech, man hat nur Pech. Ihr seht meistens nur das Schlechte und nicht das Gute. Ich könnte auch sagen, war, ich hatte am meisten Pech. 783 Raids für Mewtwo, wo andere nach 100 Raids schon 500er hatten. Aber man, muss man denn immer alles haben? Kommt nicht irgendwann eh alles? Ich glaube nicht, also bei Pokémon glaube ich nicht, dass irgendwann jeder jedes Legendäre als Hunderter hat, einfach so. Aber trotzdem, es ist alles natürlich eine Frage auch des Geldbeutels immer. Je mehr du machst, desto höher die Chance, dass du das Hunderter bekommst. Es ist alles prozentual. Du kannst es natürlich wirklich im ersten Raid wie beim Hannes, erster Raid, direkt Eviltal 100 mit Wetterboost oder du kannst 100 Raids machen oder du kannst 1000 Raids machen. Wenn du dir 1000 Raids leisten kannst und es dir das wert ist, dann kannst du einfach einen Raid nach dem anderen machen, bis das 100er da ist und dann war es das. 2136 ist nochmal besser als das von vorhin, aber das 2142 war das, glaube ich, irgendwas. 12, 15, 15. So, jetzt brauche ich also nichts mehr aufschreiben. Schilling3 hat nochmal eingeladen. Zählt nicht mehr zu den Punkten in der Liste. Aber es gibt keine Gruppe mit diesem Code. Okay, super. Hä, es waren nur noch 60 Sekunden Zeit, Bruder. Was machst du denn? Warum machst du das? Jetzt wäre der Punkt gewesen, wo man sagt, wir machen abschluss Wir hätten an den Stolperstein hier den machen können. Stadtwappen, Kirche, Tanzende Löwen, Brücke der Technik, Mehrzweckhalle, äh, Busbahnhof und Bahnhof. Das hätte jetzt alles noch hier passieren können, wenn wir live wären. Wenn das ein Stream wäre, wirklich. Dann hätte man jetzt, Jens, ich hab Jens, dann hätte man jetzt live im Stream gesagt: fünf Leute, die mit mir befreundet sind. Sagen kurz ihren Trainernamen, die lade ich ein und wir hätten zu so sechs hier einen gemacht vor Ort, dann die nächsten, dann die nächsten, bis kein Raid mehr da ist oder die Leute kein Interesse mehr haben, denn das ist die Raid-Mania. Von 18 bis 19 Uhr nehme ich eure Einladungen an und dann ab 19 Uhr könnte es Abschiedsabschluss-Raids geben. Es sind genügend Raids da, aber ich kann mich jetzt gerade nicht verabreden mit meinen Freunden. Das ist das Problem. In dem Chat, der Live-Chat ist da. Ich weiß genau in dem Moment, wenn ich da reinschreibe, wer jetzt gerade Zeit hat und da ist. Klar, ich könnte jetzt auf Discord, ich könnte auf Telegram einfach reinschreiben: abschluss Die fünf ersten, die können noch mitmachen, aber mh, ich glaube, das. Gibt wieder zu viel Durcheinander. Das ist eh, wenn da eine Raid-Gruppe ist und die Leute sich für ihre Raids jetzt gegenseitig adden und eintragen und machen. Und dazwischen komme ich. Und dann wollen da viele mitmachen. Und dann schreiben da 100 Leute irgendwas rein. Und die meisten sind da nicht mal befreundet oder wollen geaddet werden. Das bringt wieder zu viel Unruhe. Aber ich will eh nur noch das Ei auslaufen lassen. Netzwerkfehler, sehr schön. Ich will trotzdem das Ei auslaufen lassen. Das heißt. Wenn Jens noch ein paar Mal einlädt oder Buffort, dann würde das ja auch passen. Bis. Also 20 Minuten dürfte es, glaube ich, noch gehen, ungefähr. 20 Minuten Ei und dann sind wir auch fertig. Der nicht-Stream, sondern die Aufnahme geht jetzt genau eine Stunde und zwölf Minuten. Ungefähr trotzdem, wie wenn wir gestreamt hätten. Ich meine, die Spotlight-Stunde hätte ich auch so machen können. Spotlight-Stunde setzt dich hin, lässt dahin. Trainer im Kreis laufen und mit Gotcha fangen und sagst: Hallo, hört ihr mich? Nein. Und dann kannst du eine Stunde sinnlos reden, aber das, das wäre in meinen Augen ein bisschen sinnlos gewesen. Aber die Raidmania trotzdem aufzuzeichnen und dann nachträglich interessiert vielleicht den einen oder anderen. Gerade die, die gesehen haben, sie sind mit ihrer Lobby durchgekommen, sie waren dabei, freuen sich vielleicht, den Raid auf der Gegenseite dann zu sehen. Oder generell, wenn jemand sich dafür interessiert, wie ist meine Raid-Stunde abgelaufen? Habe ich was Gutes bekommen? War ein Shiny dabei? Es gibt keinen Shiny. Ähm, habe ich ein Gutes bekommen wie bei Xenia? das 100 da? Kann man sich doch angucken. Und ich finde, ich saß ja nicht hier und habe die ganze Zeit gar nichts gemacht. Wir haben einen Raid nach dem anderen, nach dem anderen, nach dem anderen. Es war trotzdem spannend. Man konnte trotzdem viel reden, viel erzählen. Also ganz normal wie im Stream. Obwohl gar keine Zuschauer da waren und gar keiner Fragen gestellt hat. Jetzt Jens und 21, 34. Äh. Ja. 15, 14, 10. Wenigstens hat es schon mal 15 Angriff. Ich habe bisher ja immer noch keins mit Wetterboost gesehen. Die Leute drehen alle durch. Die machen nur Wetterboost-Rates. Bei mir, ich habe noch kein einziges mit Wetterboost gehabt. Ich wüsste auch gar nicht... Was braucht das denn bei Wetterboost? Das ist Unlicht und Flug. Also braucht es Wind und. <laughs> und was anderes. Wind und Gestein. Tickfick hat. Jetzt geht es ja eh nicht mehr um. Ach komm, ist egal. Nehmen wir den Tickfick hat einfach noch an. Jetzt wollte ich sagen, jetzt geht es ja eh nicht mehr um Punkte. Jetzt braucht man ja nicht mehr der Reihenfolge nachgehen. Jetzt können wir ja trotzdem. Die annehmen, mit denen wir heute noch nicht interagiert haben, dass wir die Interaktion auch da haben. Aber da weiß ich ja auch wieder nicht. Passt das? Sind da Leute in der Lobby? Sind da keine in der Lobby? Sonst was? Und das hier ist eine sichere Sache. Das Ei läuft noch. Ich möchte das noch ausnutzen und möglichst viele Raids mitnehmen in diesen letzten 20 Minuten. Es ist doch nicht verwerflich, wenn man nochmal den annimmt, der sowieso jetzt dran wäre. Oder man sagt, scheiß auf die Punkte, wir gehen auf die Interaktion. Um über Freunde Punkte zu kriegen, aber. Raiden hat halt mehr Vorteile. Es bringt ja nicht nur Punkte. Es macht halt auch mehr Spaß, so hast was zu tun und du hast halt die Chance auf das 100er. Deswegen, ja, passt schon. Das, diese Einladung jetzt anzunehmen war auf jeden Fall richtig. Und nicht einfach irgendeinen aus der Liste unten raussuchen, den ich noch nie gehört habe, und dann sagen, aha. Wir sind alleine. Und nun? Na klar, kannst du, wenn du fremde Leute annimmst und die dich mal einladen, dann auch erstmal abchecken, wer einfach nur fremd ist oder wer ultra super krass fremd ist. Mr. Constantius zum Beispiel ist auch frisch in meiner Liste, hat aber in den letzten Raid Manias immer Punkte geholt, hat immer eine starke Lobby gehabt. Kaffeetante, auch sowas, was ich jetzt hier für Namen lese. Schilling 3 hat ja auch, weil er zusammen mit seiner Familie, denke ich mal, immer raided, sind da immer Accounts am Start, wo man zusammen zocken kann. Also, das hat auch gepasst. Slot Trainer 4 habe ich ein einziges Mal gesehen und gelesen, nämlich in der letzten Raid Mania. Tick Dragon Hunter, Tick Hexlord sind ja auch hier die ganze Zeit in der Lobby mit dabei, aber irgendwie, der Harte Figure lädt die ganze Zeit ein. Der hätte jetzt schon wieder seinen Punkt. Der hätte jetzt den vierten Punkt gehabt, diese Folge. Aber feste Regeln, ja. Von 18 bis 19 Uhr, dass es da zählt, das ist fair, weil das sind eigentlich bei jedem Raids. Selbst wenn man nur eine einzelne Arena im Dorf hat und sagt sich, ich kann eh nur einen Raid machen. Und ich lade jetzt, ich gehe rein und lade den Ramses ein, zusammen mit meinen drei Homies. Und wenn wir sehen, der Ramses ist nicht drin, sag mal, kommt Homies, wir probieren es nochmal. Wir können ja eh nur den einen machen. Manchen ist es das sogar wert. Wie das Beispiel mit Gabriel vorhin. Der mit seinen Accounts an der Arena steht und dann reingeht. Und wenn ich nicht im Raid bin, dann geht er halt wieder raus und lädt nochmal ein für die Arena. Und das macht er so lange, bis er sieht, ich bin drin und sagt, er lädt einmal ein und macht einen Punkt und macht ein Ding und dann reicht ihm das und das ist. Das ist eine gute Sache. Lennart, guck mal uns an. Lennart steht auf der Liste hier drauf. Der müsste also eigentlich was zu bieten haben. Sieht es heute aber auch so aus. Es kann ja auch mal anders sein. Hat mal Glück, es gibt keine Gruppe mit diesem Code. Gut. Also, Lennart, raus. Was haben wir denn noch? Da ist keiner drin. Drücken wir mal da drauf. Da ist keiner drin. Was haben wir hier? Shiny Nick. Wenn ich mich nicht verlesen habe. Hm, Shiny Nick 500. Ah! Jetzt wollte ich den aufschreiben. Nicht aufschreiben, aber trotzdem Grüße gehen raus an Shiny Nick. Level 35, das sieht auch gut aus. Sowas mag ich halt. Klar, ihr sagt ja, aber die sind ja eh so viele. Wenn die jetzt mit ihrem Raid nicht durchgekommen wären zu dir, die hätten den ja trotzdem geschafft und hätten das, das hätte ja gepasst. Eigentlich wäre es doch viel sinnvoller, Ramses, wenn du mit denen Raid machst, die nur zu zweit oder zu dritt sind. Das Problem ist, wenn ihr aber nicht abgesprochen seid, gehen die ja schnell wieder raus. Und dann bin ich alleine mit denen und der Pass ist weg. Also wer wirklich niemanden hat, der soll halt nicht zur Raid Mania oder zur Raid Stunde einfach blind immer zu einladen, einladen, einladen in der Hoffnung, dass irgendwann vielleicht mal jemand drin bleibt und mitmacht, dann nutzt doch lieber die Raid Gruppe. Es gibt bei Discord die Möglichkeit zu raiden, wir haben bei Telegram die Möglichkeit zu raiden, einsteigerfreundlich ist Discord nicht. Aber Telegram, weil eigentlich wollte ich gerade Telegram sagen als Wort. Ähm, es ist ein simples Prinzip. Du gehst rein, du siehst einen Raid, du schreibst hin, Raid, 18.15 Uhr, schreibst deinen Trainercode hin und die fünf ersten Leute, die sich darunter eintragen, mit ihrem Namen und dich adden, weil dein Trainercode steht ja da, die adden dich. Du siehst dann bei den Anfragen, aha, du nimmst genau diese fünf an, die dich Eden und die, die sich eingetragen haben, dann habt ihr eine feste Zeit, ihr habt Interessenten da und ihr wisst, zu sechs schafft ihr das. Ihr schafft zu sechs jeden Raid. Selbst als Mewtwo da war, haben viele gedacht, ah, Mewtwo, den haben sie so extrem krass gemacht, aber als der jetzt da war, war der nicht mehr so krass. Und selbst den konnte man gemütlich machen mit sechs Leuten. Also nicht da sitzen, oh mein Gott, überall sind Raids, ich drehe durch, ich lade einfach einen Fünf. Ah, es ist nur einer reingegangen. Oh, jetzt sind zwei drin. Ach nee, der eine ist auch wieder raus. Das ist ja nicht, das ist ja keine Absprache und nix. Da könnt ihr euch nie drauf verlassen. Da kann es immer sein, dass die Leute wieder rausgehen. Aber so eine diese Raid-Gruppe nutzen und das mit den Tabellen und sonst wie. Leute, die zu fünf zu sechs draußen als Gruppe gerade unterwegs sind, von Raid zu Raid laufen, die brauchen nicht in der Raid-Gruppe irgendwas reinschreiben. Die sind vor Ort und machen da ihr Zeug. Und die, die zu fünft an der Arena stehen oder zu sechst und dann sagen, hey, ich bin mit Ramses befreundet, komm, wir laden ihn mal ein, vielleicht schafft unser Raider ja in den Stream. Das soll ja eigentlich so sein, dass die, die das machen, zusammen mit mir und alles, aber dass ihr versucht, mit mir im Stream den Raid zu schaffen, den ihr alleine nicht schafft, den wir aber zu zweit auch nicht schaffen würden, das, das bringt halt keinem was, Net Ghost können wir uns noch angucken, weil Jens war jetzt zu knapp. Es gibt keine Gruppe, also Net Ghost ist auch raus, war wohl zu wenig. Nochmal Raven und Patcher Boy. Eigentlich hätte ich jetzt den Pet Shop Boy annehmen müssen für die Interaktion, aber wir sind bei Raven und Maike Jenny und Didara. Grüße trotzdem raus an Shop Boy. Auch ein sehr netter Herr. Was, was mich immer wieder erstaunt und gerade eben auch beim Shop Boy, dass der Altersdurchschnitt auf dem Kanal trotzdem relativ hoch ist. Es ist nicht so, dass äh, du bist YouTuber, die schauen eh nur kleine Kinder. Eigentlich gar nicht. Wenn ich mal sehe wirklich, wer hinter den Accounts steckt, wer hinter den Namen steckt und da sind Gestandene Männer, Persönlichkeiten, also. Irgendwas ist hier gerade nicht richtig. Hey, die waren doch beide gerade tot. Wieso kämpfe ich jetzt mit dem toten Ampharos? Oder hat er das belebt, aber hat es nicht angezeigt? Hauptsache, es steht 20 Mal Netzwerkfehler da. Auch Schatzi, ne? Also der Falco. Der auch mich besucht hat. Ihr habt ja gesehen, das war kein kleines Kind, das war ein Erwachsener, der Gabriel, der vorbeikam, das ist kein kleines Kind, das ist ein Erwachsener. Als der Hannes vorbeikam, das ist kein kleines Kind, das ist ein Erwachsener. Der viel Spaß macht und viel Unsinn, aber trotzdem als wir bei Biala waren, das ist kein kleines Kind, das ist ein Erwachsener. Äh es gibt so viele Leute, die einen dann da verfolgen und einen gucken und die auch Pokémon zocken, weil viele immer sagen, ah, Pokémon ist nur was für kleine Kinder. Und jemand, der Videos über Pokémon macht, der hat auch nur kleine Kinder als Zuschauer. Nee. Auch wenn ich mich immer fühle wie ein kleines Kind, biologisch gesehen bin ich ja kein kleines Kind mehr. Ich bin jetzt 32 Jahre alt, damit zähle ich nicht mehr als Kind. Und deswegen bin ich ja eigentlich auch ein Erwachsener, der das spielt. Und wie ich sehe, spielen so viele andere Erwachsene, die noch erwachsener sind als ich. Und... Weiß ich nicht, das ist für mich immer noch das... Oh, das Erstaunlichste. Was ist denn das? 51 ist das ein 98er. Ein 96er. Mit 15, 14, 14. Also auf 40 pushen könnte man das schon mal machen, ne? Einfach so. Hm. Wenn es ein 100er wäre, könnte man es auch auf 50 pushen. Mit der Zeit ist man so gut drauf. Früher wusste man nicht, was pusht man, was pusht man nicht. Äh, jetzt auf Level 40 zu pushen, irgendein legendäres, ist, macht man einfach so nebenbei. Jetzt pusht man nur noch die 50er auf 100 und den Rest auf gar nichts. Hm. Da war auch nichts. Also Siox war schon abgelaufen. Welcher hier dauert denn noch am längsten? Der an der Kirche hier oben. 38. Der ist frisch aufgegangen. Wollen wir mal schlau sein und gucken an die Apostelkirche, wenn der gerade frisch auf ist. Ob den jemand macht, den macht natürlich keiner. Aber ist auch nicht schlimm. Wir haben noch 7 Minuten. <laughs> Nochmal 100.000 dazu. Es ist 19.18. Die 7 Minuten, wie das Ei läuft, würde ich, wie gesagt, gerne noch mitnehmen. da ich den pitcher verärgert. Jetzt lädt er nicht mehr ein, ne? Der Zocker hatte ich eingeladen. Ah, diese ganzen komischen Benachrichtigungen da oben. Skyfall hatte ich eingeladen. Schatzi hatte ich eingeladen. Terrorzwerg hatte eingeladen. Schilling hatte eingeladen. Pixel-Poo hatte eingeladen. Da wurden Geschenke geöffnet. Lukas, Minkus, Eivor Dabi, Apfelbaumkern, Buford, Tyra Krok, King Andy, Riese, Minz Brakus, Jan Lange, Slottrainer4, da ist er doch wieder, Zocker, Benny, Bufford, neuer Rekord, Drachek, Minz Bracus, Raven, Felix, Skinny, Tyra Croc, der Lord Ratter Felix, Taiva, Wodka Hondas, Lennart, der Boss, Kikiovli, Netghost, Marco, Fedex, Hiroshi Larina, was? Jetzt hab ich Jens. Ich habe einfach gelesen im Endeffekt. Wodka Hondas. Im Endeffekt schon was ganz anderes da. King Andy Oh, und jetzt kommt eine Anfrage durch von Koselinchen. Oh mein. Adi! <laughs> oh mein Gott. Komm bitte. Drei. 41, 37, 50. Jetzt sind es fünf. Ich bin heftig am Start. Koselinchen. Ist am Start. Koselinchen hat eingeladen. Koselinchen ist rot. Roselinchen. Nina ist noch drin. Mit zwei N. Nina? Nina. Kosmila. Dötzi. Dötz. Sternchen. Wie viele Sternchen gibt's es eigentlich? Geitsch, seine Schwester ist glaube ich auch Sternchen im Spiel. Struven. Diego, das ist hier Köln 90-200.000. Diego, mach's nicht! Ich habe mit deiner Schwester geschlafen. Das war mein Bruder. Deswegen war der so haarig beim Küssen. Ja, irgendwie so ein, ein Menno, Diego, Struve. Aber, auf jeden Fall Kuselinchen am Start. Ich glaube, das Glücksei ist dann auch gleich um, beziehungsweise noch. Drei Minuten oder so könnte es sein. Da freut sich das Kosininchen bestimmt. Noch drei Minuten Glücksei. Ein Raid. Eine Einladung würde noch reingehen. Aber wir mussten ja jetzt auch ein bisschen warten. Vielleicht kamen die Einladungen auch nicht durch, weil oben natürlich wieder so viele alte, vergangene Notifications waren. Und deswegen musste man die erst alle wegwischen. Damit dann plötzlich es unten wieder orange werden konnte, weil sich das wieder hinten angestellt hat und gewartet hat. Haben ja sonst auch Leute immer berichtet. Ja, meine wurde gar nicht angezeigt, meine kam nicht durch, schon wieder nicht. Ich habe die jetzt gerade geschickt und habe auf den Bildschirm geguckt. Da ist nichts orange geworden, es hat sich gar nichts mehr getan. Sicherlich durchs Notification Cap. Ich sag's euch immer wieder. Immer wieder, immer wieder. Singen der Ramses. Gleiche Lieder. <laughs> Wie Contra K. Letztens erst wieder was gelesen. Wie Contra. Hater-Kommentare bei Contra K und Contra K die selber vorgelesen. Von Contra K habe ich eigentlich immer eine gute Meinung gehabt, so als Mensch, wie er sich gegeben hat, weil der immer sehr respektvoll und für Ehre und vor sonst was stand und hin und her. Aber als er dann diese Kommentare vorgelesen hat von Fans, also von Hatern, wo manche Leute gesagt haben: Oh mein Gott, gerade Contra K gehört, jetzt habe ich. Irgendwie einen Ohrwurm und möchte mich umbringen oder so. <laughs> und ich, eigentlich habe ich Konra K so eingeschätzt, der ist halt eine richtig coole Socke. Also einer hört Konra K, hat jetzt einen Ohrwurm, das ist ja eigentlich immer was Gutes, aber für ihn, er hat jetzt einen Ohrwurm davon und deswegen möchte er nicht mehr leben, weil er die Musik nicht mag. Ist halt so, es kann nicht jedem gefallen. Und dann der nächste sagt: Hm, meine, meine Nachbarn hören immer Konra K, was kann ich dagegen tun? Umziehen? <laughs> Finde ich manchmal eigentlich schon eher lustig als wirklich schlecht. Aber er kommt dann an und hat sowas von unterste Schublade diese Leute da beleidigt. Und du kleiner dummer Huso, aber ausgesprochen und F dein Kudder und sonst was und ist so richtig asozial abgegangen. Also das. Ich habe immer einen ganz stabilen Eindruck von denen gehabt. So richtig, er ist das Vorbild für alle ich nicht, wollte ich auch nie sein. Aber dass er dann so ist, habe ich gedacht, toll, er ist ja im Endeffekt genauso wie alle anderen. Diese ganzen ja, wir sind Rapper und yeah, wir haben's drauf, wir sind fett dick am Start, wir machen die Kohle, an ihr kleinen Pisser überall. Ha, <laughs> was wollt ihr denn? Also so richtig überheblich und arrogant kam das dann rüber. Klar, er wurde provoziert. Es waren Hater Kommentare, aber von ihm habe ich trotzdem da irgendwie was anderes erwartet. Eine andere Reaktion oder anders damit umzugehen. Ähm einer, ach so, einer hat auch gemeint, deswegen bin ich überhaupt auf das Thema gekommen. Haha, Contra K bringt einfach vier Jahre lang den gleichen Track raus und keiner merkt es, hat aber trotzdem Erfolg damit. Das ist eigentlich lustig. Ich meine, der fand es auch, glaube ich, erst lustiger, dann auch irgendwie gelacht. Aber was sich trotzdem irgendwie dann dumm angemacht gefühlt. Das sage ich beim Ismo auch immer. Ismo kommt mir manchmal so vor wie Contra K Junior. Contra K ist ein großes Vorbild. Iswo haut dann auch plötzlich ein Ding nach dem nächsten raus. Und früher hatte Ismo Themen in seinen Songs. Früher hat Ismo was gemacht in seinen Songs. Früher konntest du ihm zuhören. Und in letzter Zeit hat es dann nur noch so gewirkt wie Massenproduktion. Ich muss unbedingt jeden Monat jetzt schnell einen Track rausbringen mit Video. Und wenn ich nicht gerade das Thema habe, also entweder hat er gar kein Thema, du schreibst einen Titel oben hin und denkst, da kommt was Cooles und dann kommt einfach nur irgendwas und du denkst, hä, ich verstehe kein Wort, was labert der, weil einfach nur irgendwas aneinandergereiht ist, ohne Sinn und Verstand. Und damit kann ich nicht viel anfangen. Oder wenn dann wirklich mal ein Thementrack ist wo was erzählt wird, dann ist das halt 1 zu A wie kontra K. Dieses Du musst nur an dich glauben und nicht jeder Tag ist der Beste und die Sonne geht morgen trotzdem wieder auf und Erfolg kommt nicht von allein und lass dich nicht unterkriegen. Du bist stärker als du denkst. Also, dieses ganze so, ach, schöne heile Welt und Aufbau-Rap und immer wieder das Gleiche gesagt, immer wieder die gleichen Themen, immer wieder so richtig, lass dich nicht unterkriegen halt und mach weiter. Und das ist das Thema von im Prinzip jedem Track. Jede Track hat die gleiche Aussage dann und irgendwann wirkt das wirklich so. Und irgendwann. Wenn wo mal einen Song gemacht hat, einen Themensong, hast du wirklich gedacht, du hörst gerade einen Contra-K-Song. Und er redet genau das Gleiche, was sein Vorbild redet, die ganze Zeit. Und uff, mal sowas machen, okay, aber immer sowas machen, hm. Aber deswegen hat er dann angefangen, gar keinen Sinn mehr in die Texte zu legen und einfach nur noch. Ich komme angeflogen, wie eine Kamerafahrt. Beste auf jeden Fall. Hm. Ich bin auf der Straße wie Asphalt. Also so richtig wirklich die die billigsten und dümmsten Vergleiche und so richtig schäbig Qualität gibt's nicht mehr. Es ist einfach nur noch wie 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 fertig. Ah, ich bin so dope. Ich habe so viele wie Vergleiche jetzt reingebracht. Du bist rot wie eine Tomate. <laughs> Ah, keine Ahnung. Aus dir mache ich Salat, so wie gestern meine Tomate. <laughs> Irgendwie... Ich weiß nicht. Zum Glück ist es gleich um. Da kann ich nämlich aufhören hier zu reden, ja. Zu reden, zu reden. Jetzt sehe ich leider nichts mehr. Da stand gerade noch Triple H hat eingeladen. Das glücks ist eh um. Das heißt, es ist vorbei. Ne? Vielleicht würde ich in Hibu gleich kurz mal anfragen, ob noch jemand irgendeinen Raid machen will von denen, die hier noch äh, laufen. Weil ich glaube, ich meinen täglichen freien Pass noch habe und ich jetzt an der Arena gar keinen gemacht habe. Das war es also jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses und... Die nächste Raid Mania mit Evil-Tal dann wieder zusammen mit Abschluss-Raids und Peace out Vorhaut, euer Ramses.